Gut, hier können wir uns auch noch mal kurz die Originalgrafik ansehen. Vielleicht haben wir da irgendwas Großartiges geändert. Ja, ich habe auch die Modelle von den Spinnen geändert. Aber die haben tatsächlich alle Hintergrundgrafiken gleich gelassen, nur die Modelle von allen möglichen haben sie gleich haben sie verändert. Ach guck mal, das Hasslicht da, wie schön. Wie sieht denn Glottis aus ohne Modell? Also ohne mit altem Modell? Ehrlich gesagt, kaum anders. Gut, er ist auch so groß, da kann man nicht viel anders machen. Nehmen wir erstmal das Herz und stecken sie wieder irgendwie in den Leib. Es schlägt noch. Natürlich. Und rein damit. Oh, Herz. Herz ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Ja, ist es. Hallo? Mr. LeMond, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvorgekommen. Wir haben Ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera Ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Du hast recht, Don. Es besteht kein Grund, hart zu Domino zu sein. Schließlich war er nicht Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Hector, nein! Oha! Ringelblumen? Komisch. Aus irgendeinem Grunde hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera, Domino? Geh doch bitte mal persönlich runter und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, ersprossen, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen. Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich dachte, ich kann mir die restlichen Kram hier angucken noch. Also, hier geht's noch raus und da geht's noch raus. Aber offenbar nicht. Sorry. Ah, jetzt kann ich da lang fahren. Ich verstehe. Ich finde es geil. Ich finde, das ist eine coole Idee, dass man Tote damit letztendlich nochmal tötet, indem man ihn praktisch Lebendes injiziert. Geil. Fahr doch mal da lang. Was ist hier? Ach du großer Gott. Oh mein Gott. Ein Irrgarten. Okay, komme ich hier rein, fahre ich da raus. Andersrum auch? Nein. Das wird unangenehm. Wenn ich da reinfahre, komme ich wieder da raus. Nein. Okay, das heißt, ich werde hier niemals rauskommen, so einfach. Wenn ich nicht völlig durch Zufall die richtige Wurzel treffe. Ja, hauen wir nochmal hier rein. Und dann nochmal da rein. Erstmal alle ausprobiert haben. Da habe ich die, die, die und die. Die habe ich auch schon. Da muss ich nochmal rein. Ich weiß nicht genau, welche von den beiden ich schon hatte, aber ich probiere dann mal alle hier aus. Ich glaube, da bin ich mal raus. Gut, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Versuche noch und danach können wir es sein lassen. Ich frage aber zu bezweifeln, dass es zu irgendeinem Erfolg führt. Ich will es aber jetzt mal probiert haben, dass es dann doch noch irgendwie wichtig war. Wahrscheinlich muss ich mir weises Orakel sagen, wie ich irgendwie fahren muss. Ich komme gerade so ein bisschen vor wegen Kokiri-Wald. Warum auch immer ich das tue, nur weil es ein Wald ist und ein Irrgarten. Hier lang. Nein, offenbar nicht, oder? Nee, dann ganz kurz, es passiert was, aber nein. Dann hier nochmal rein und da nochmal rein, dann haben wir es vielleicht geschafft. Aha. Ich wage zumindest mal, dass der letzte Weg der richtige ist.
Ist ja auch wirklich nicht. Dann gehen wir wieder raus. Da war dieser Bildschirm einfach nur eine Verschwendung. Wie gemein. Dann fahren wir da jetzt mal da hinten lang. Oder wir hängen uns einfach fest und fahren jetzt selten lang. Manny, das ist ein tiefer gelegter Straßenkreuzer, kein Geländewagen. Wir haben nicht genug Bodenfreiheit für so eine Straße. Okay, er fährt da lang. Okay, was gibt's hier? Was zum Henker soll das sein? Mano, was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Glottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Okay. Ja, dann kannst du ja gerne machen. Können wir darüber sprechen? Kannst du ein bisschen umbauen, wenn du willst. Glottis, was machen die denn mit dem Baum? Oh, diese Stadtmenschen. Du arbeitest Tag für Tag in einem Wolkenkratzer und machst dir noch nicht mal Gedanken, aus was der gebaut wurde. Das mag dieser Bäume, Manny. Man saugt es ab, es ist wie Zement. Ach so. Heißt die Stadt deswegen El Maro? Hab nie drüber nachgedacht. Und ich auch nicht, da ich kein Spanisch kann. Könnte sein. Nee, angucken will ich mir nicht. Was haben wir eigentlich hier? Was ist da drin? Sind das Steine? Man könnte ein schickes Go-Kart daraus machen. Wie seid ihr alle so fasziniert von diesem Gedanken? Okay. Fantastisch. Gut. Du kannst das Ding vor- und zurückschieben. Warum du das tun solltest? Kein Schimmer. Finden wir es mal raus. Was gibt's denn hier noch zu tun? Ein Hebel, den will ich garantiert ziehen. Nein, erst betrachten, dann ziehen. Der Schalter ist oben. Und jetzt ist der Schalter unten. Oh, ah ja, sind auf. Vorsicht, Manny! Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Oh, obwohl... Das ist gar nicht mal so schlecht, nicht wahr? Oh! Da können wir ja durchfahren. Wenn wir den Baum umreißen könnten, würden sich die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder daraus bauen. Ah. Moment. Ich verstehe. Mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Wir müssen also unser Auto so weit aufrüsten, dass wir diesen anderen Pfad da langfahren können. Interessant. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Ja, mach ich. Das sollte reichen. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich die Schubkarre gerade benutzen konnte eigentlich. Und jetzt? Jetzt müsste er kaputt gehen, oder was? Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Warte mal, erstmal das Ding wieder aus. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Machst du das jetzt ständig? Ich kann ja ich konnte, glaube ich, irgendwas machen, während er hier oben war. Vielleicht kann man da dann die... Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Und nimm einfach dich mit rein, weil du bist gerade im großen Gewicht. Oh, genau. Manny, was machst du da? Mal abgesehen vom Unterhaltungswert hatte das nicht den erwünschten Effekt. Sehr schade. Na gut. Das war ein ganz mieser Trick, Manny. Oh, das war ein Versehen. Ich bin an den Schalter gestoßen. So ist das. Na gut. Ach, ich mag den Leuchtlobby. So, du kannst wieder das Ding da hochpacken. Vielleicht kann ich ja irgendwie mit der Schubkarre dagegen fahren oder sowas. So. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Mhm. Ich hätte aber bitte mal hoch. Ich muss wahrscheinlich irgendwas mit der Schubkarre machen. Mach oder mit dem Ding selbst. Keinen Mist, Calavera. Natürlich nicht. Es sei denn, es ist sinnvoll für mich. Lass mal die Schubkarre, bitte. Das sollte reichen. Und mach Dinge. Du
kannst auch nichts damit machen. Warum kannst du die Schubkarre nehmen? Ich glaube, es ist einfach nur ein sinnloses Gimmick. Wie viele Steine sind jetzt oben? Einer immer noch? Oder zwei? Ja, oder keiner? Ich noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Was kann man denn damit selbst machen? Gut, geh vielleicht ein bisschen schneller ran. Das wäre super. Genau. Eier betrachten, bitte. Das Rad sollte den Baum umreißen, denkst du nicht? Hm. Ich würde ja raufklettern. Aber ich möchte Glottis diesen Spaß nicht vorenthalten. Das hebe ich nicht auf. Okay, was können wir machen damit? Was haben wir nochmal als Inventar? Im Inventar ein Feuerlöscher und ein Knochen. Und eine Sense. Vielleicht kann ich dir den Knochen geben und die kannst du irgendwie total gut verwenden für was auch immer. Auswählen. Oder mit der Schubkarre. Oder mit dem Hebel. Da ist kein Platz für einen Knochen. Stimmt, der hat schon reichlich, da brauchen wir nicht noch mehr davon. Vielleicht die Schubkarre. Da ist kein Platz für einen Knochen. Oder an den Hebel. Ja, ich probiere gerade wieder ein bisschen aus. Da ist kein Platz für einen Knochen. Dann stecken wir doch am besten wieder weg. Irgendwas check ich hier gerade nicht. Was gibt's denn noch? Können wir nicht einfach mit dem Auto dagegen fahren? Na, ist wahrscheinlich kaputt, dann ist auch nicht clever. Ansonsten erscheint hier. Was ist das denn hier eigentlich? An diesem Anhänger ist keine Tür. Es scheint ein großer Generator zu sein. Das kann man durchaus sagen, ja. Kannst du irgendwas machen? Unser Wagen hat keine Anhängerkupplung. Schade. Kannst du mal kurz rausgehen? Ach nee, kannst du nicht. Kannst du mit dem Auto rausfahren? Das ist aber auch Quatsch, glaube ich. Wir müssen mal versuchen, mit Glottis, hey, am Rad, das abgeschaltet ist, versuche ich mich das mal Ding umzuwerfen. Vielleicht muss man dir einfach irgendwas zustecken. Vielleicht muss man einfach dir Gewichte geben. Mach diesmal damit du schwerer wirst. Mist, Calavera. Ich glaube, so ist das. Du musst einfach dir Gewichte geben. Damit es schwerer wird. Manny, das ist unfair! Ach, jetzt kann ich was machen. Nimm doch mal die Schubkarre, während du da oben rum dingelst. Ja, nun mach nu. So, wir können jetzt nach hinten. Wir können nach vorne. Können wir es auch dahin? Nee, können wir nicht. Wir können es einfach nur nach rechts und nach links. Wie sinnlos. Ja, dann kannst du auch das Ding wieder ausschalten. Hat ja keinen Zweck so. Ja, er beschreibt sich natürlich wieder. Das war ein ganz mieser Trick, Manny. Diesmal war ich nicht. Diese Lausebengel waren's. Oh, na gut. Das ist schön, wie viele Ausreden du hast. Kann man mit dir reden nochmal? Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Wir können gehen, wenn du soweit bist. Gut, dann machen wir das einfach mal. Wir brauchen irgendwas, um dich zu beschweren wahrscheinlich. Nehmen wir kurz das Auto wieder. In aller Seelenruhe. Ja, steig in das Auto. Alter, ernsthaft? Ich bin bei Adventures nicht unbedingt so der geduldige Typ, wie sie da gestehen. Vor allem, wenn es um das, und die Bewegungsgeschwindigkeit von Figuren geht. Kannst du auch vorne ausfahren? Ja. Aber du hängst auch überall fest. Na gut. Wenn du in diese verdorbene Stadt zurück willst, dann geh ohne mich. Ich verstehe. Da links konnte man nicht letztendlich raus. Mal, kannst du kurz beenden? Können wir denn da oben lang? Ja, machen wir weiter. Manny, sag ich schon, machen wir weiter, Glottis. Ja, bestimmt kann man hier irgendwas Cooles mitnehmen. Wenn es auch nur Steine sind. Aber kommen wir wahrscheinlich nicht so richtig rüber. Stacheldraht und Stacheln verraten es mir. Oh,
Okay. Manny, was machst du da? Hey, erschreck mich doch nicht so. Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Die werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Okay. Ich muss weg. Du Schwede. Was ist, wenn man da einfach Knochen reinwerft? Wir haben doch einen mitgenommen. Nee, warte mal. Eins nach dem anderen. Ich werde erstmal kurz das Schloss hier oder sowas betrachten. Nein, ich wollte es nicht auswählen. Entschuldigung, ich wollte es nicht auswählen. Nein! Ich wollte das Schloss betrachten. Wenn das ein Schloss sein soll. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss am Tor. Was wahrscheinlich nicht. Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den Domino mir mal geschenkt hat. Kannst du das Schloss vereisen? Das brennt doch nicht. Mist. Und ein Knochen als, Hilfsmittel wird wahrscheinlich auch nicht verwendet. Etwas hat das Mark ausgesaugt. Da ist kein Platz für einen Knochen. Okay, das ist schlecht. Gut, dann probieren wir einfach mal, die Biber irgendwie zu locken mit diesen Knochen oder irgendwas in die Richtung, gucken, was das bringt, weiß ich noch nicht. Ja, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Bis gleich.